Das Automobil wurde in Baden-Württemberg erfunden und hat im vergangenen Jahrhundert erheblich zum Wohlstand im Ländle beigetragen. Damit das so bleibt, können autonom fahrende Fahrzeuge auf einem riesigen 200 Kilometer umfassenden Testfeld in Karlsruhe, Heilbronn und Bruchsal unter realen Bedingungen testen. So wird die Geschichte des Automobils weitergeschrieben. Die Digitalisierung wird alle Lebensbereiche und ganz besonders den Verkehrsbereich verändern. Das geht auch um die Veränderung des öffentlichen Verkehrs. Der Bus und die Bahn der Zukunft werden nicht mehr die gleiche Bahn sein. Deswegen fördert die Landesregierung das Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg mit 2,5 Millionen Euro. Das FZI-Forschungszentrum Informatik leitet das Konsortium. Es koordiniert die Zusammenarbeit der Projektpartner und die Vernetzung der Infrastruktur in Karlsruhe und entwickelt die Systeme zur intelligenten Erfassung von Fahrzeugbewegungen im Kreuzungsbereich. Einen wichtigen Beitrag zur Verzahnung von Forschung und Anwendung sowie zur Vernetzung der Automobilbranche mit der IKT-Industrie leistet das Karlsruher Institut für Technologie, insbesondere in seinem Zentrum Mobilitätssysteme. Die Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft integriert Sensorik zur Erfassung von Verkehrsabläufen, der Witterung sowie den Straßenzustand und führt die Daten in einem Informationssystem zusammen. Das Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB forscht an neuen Mobilitätssystemen und liefert wichtiges Know-how zur datenschutzsicheren Aufzeichnung von Verkehrsgeschehen. Zudem bietet es zukünftig ein Portal zur interaktiven Information der Bürger. Die Kreuzungen in Heilbronn sowie ein erstes Parkhaus werden von der Hochschule und der Stadt Heilbronn mit Sensortechnik ausgestattet. Einen wichtigen Beitrag leisten die Kommunen Bruchsal, Heilbronn und Karlsruhe. So schaffen diese durch die Ausrüstung ihrer Lichtsignalanlagen, also den Ampeln, mit modernster Technik erst die Grundlage für die Installation weiterer Sensorik- und Kommunikationshardware für das autonome Fahren. Zudem begleiten sie das Projekt in administrativer, juristischer und verkehrspolitischer Hinsicht. Elementare Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb des Testfelds. Das Herz des operativen Betriebs, die zentrale Leitstelle, wird vom Karlsruher Verkehrsverbund betrieben. Dort laufen die Echtzeitdaten zusammen, mit denen die Leitstellenmitarbeiter auf Störungen im Betriebsablauf reagieren können. Sinn und Zweck des 200 Kilometer umfassenden Testfelds ist die Erprobung des autonomen und vernetzten Fahrens unter realen Bedingungen. Vom Test bis zur Marktreife ist es noch ein weiter Weg, denn das autonome Fahren ist mehr als der Einbau von Sensortechnik und digitaler Steuerung. Bevor diese Technik marktreif ist, müssen viele Millionen Straßenkilometer ausgewertet und jede erdenkliche Verkehrssituation bis ins Detail simuliert werden. Bei den Tests wird auf Sicherheit sehr geachtet. Die Testfahrzeuge fahren zwar autonom, am Steuer sitzt aber immer noch ein Sicherheitsfahrer, der notfalls die Steuerung übernehmen kann. Außerdem ist die Anonymität der Verkehrsteilnehmer absolut gewährleistet. Die erhobenen Daten werden lediglich abstrahiert als bewegte Objekte verarbeitet und personenbezogene Daten konsequent anonymisiert. Es wird also in keinerlei Weise in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen. An den Ampeln und auf den Straßen sind Kameras und Sensoren angebracht, die die Verkehrsteilnehmer, das heißt Pkw und Lkw, aber auch Fußgänger und Radfahrer, registrieren. So können die von den Fahrzeugen selbst erfassten Daten zusätzlich ergänzt werden und die autonomen Fahrzeuge werden zuverlässig informiert, wenn eine Ampel auf Rot schaltet und die Fahrt bei Grün weitergehen kann. Autonomes Fahren funktioniert nicht nur in der Innenstadt, sondern auch auf Landstraßen und Autobahnen. Dort werden ebenfalls Sensoren in bestehende Streckenabschnitte integriert, die Daten erfassen und an die Leitzentrale und den Bordcomputer im Fahrzeug weitergeben. Noch sicherer wird autonomes Fahren durch sogenanntes vernetztes Fahren. Also dann, wenn andere Fahrzeuge über Kommunikationssysteme, die gegenseitig Daten austauschen, miteinander vernetzt sind. Dann werden die Fahrzeuge von vorausfahrenden Fahrzeugen informiert, wenn der Verkehrsfluss ins Stocken gerät. Autonome Fahrzeuge müssen auch bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen zuverlässig funktionieren. Die Wetterstationen erheben Daten zur Wetterlage, die in der Leitstelle zusammengeführt werden.
Dies soll Testfeldnutzern die Möglichkeit bieten, das Fahren auch bei Regen, Schnee und Dunkelheit zu erproben. Bis das autonome Fahren marktreif ist, müssen noch viele Daten ausgewertet und Verkehrssituationen simuliert werden. Interessierte Unternehmen sind ebenso wie Forschungseinrichtungen herzlich eingeladen, sich an der Weiterentwicklung der Mobilität zu beteiligen und das Testfeld autonomes Fahren Baden-Württemberg zu nutzen.